Hallo Leute, ja, raufklicken, okay. Tut mir leid, im letzten Part musste ich ein bisschen früher beenden, weil ich da wieder technische Probleme hatte und wieder gestört wurde, aber egal. Was denn dann genau passiert? Lena benimmt sich sehr seltsam. Und sie hat ihre Korallenbrosche verloren, die sie sonst wie ihren Augapfel hütete. Vergebung, ihr seid müde. Hierfür ist späte Zeit. Ruht in den Rittergemächen, in unteren Stock links. Okay. Also, ich bin gerade aufgewacht. Die Königin erwartet euch oben, in ihrem Gemach. Und, ach, ich bin gerade aufgewacht und ich bin müde. Bisschen noch. Aber es geht. Kann ich alles untersuchen? Es muss irgendwas hier sein. Das kann nicht sein, dass es hier leer ist. Okay, anscheinend ist alles leer. Verdammt. Okay, es geht noch weiter nach oben. Eine Truhe. Mit einem Tonic. Wenn ich davon nicht genug hätte. Ein Webstuhl. Wie heißt das mit dem Mädchen, das mit so einem Webstuhl irgendwie eingeschlafen ist? Also Rapunzel? Das war irgendwas mit Malefiz. Wie hieß das nochmal? Und du? Die Königin wartet. Okay, die Königin kommt hier. Okay, was ist auf der anderen Seite? Das will ich mal wissen. Okay, was gibt's hier denn für mich? Auch ein Webstuhl wieder. Eine Truhe wieder. Mit einem 100 Gil. Okay. Warte mal, zurückgehen und gucken. Keiner von denen. Bisschen Stimmen durch geheimnisvolle Energie versiegelt. Ich habe nachgelesen, es gibt mehrere Endings in diesem Spiel. Ich will mal wissen, ob das stimmt. Und Kanzler, was ist? Geh mir aus den Augen. Du elender Perverser. Was ist? Ihr elender Lustmolch. Und du? Unter uns sagt, der Kanzler benimmt sich seltsam in letzter Zeit. Er schleicht nachts herum. Wo wir schon davon sprechen. Der Leibwächter der Königin, dieses Froschding, ist verschwunden. Ob er wirklich durch einen Zauber zum Frosch wurde? Ich glaube, er ist ein Spion. Und hier? Der Kanzler soll verrückt geworden sein, glaube ich nicht. Er ist ein netter Mann. Er geht jeden Tag in die Kathedrale. Ach, die Kathedrale, die ist sowieso behindert, das weiß ich noch beim letzten Mal. Ein Bronze, irgendwas. Okay, Objekte, so. Kann nicht benutzt werden. Hab ich schon, okay. Warte mal. Und das hier? Okay. War das jetzt besser für ihn oder nicht? Ich weiß es jetzt nicht, weil man das nicht sehen kann. Aber anscheinend ist es besser gewesen, weil 10 Verteidigung und egal, komm. Lass mich. Okay. Wenn jetzt meine Stimme ein bisschen anders klingt, ich bin gerade aufgewacht, schon wieder erwähnt, und perverse Sau. Was ist, geht mir aus den Augen? Warte, das war das Schlafgemach von der Prinzessin, okay. Und er guckt einfach so rein. Okay, kleiner Lustmolch. Okay, jetzt gehen wir in den Schlafgemach. Und sehen uns mal an. Was die Königin, also unsere Freundin Marale, zu sagen hat. Hallo? Hallo? Okay, ich habe wieder ja, das kennt ihr schon, egal. Wir gucken mal uns, was das Problem das genau war. Ich weiß nicht, wieso es das jetzt auf schwarz war. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. 100 Gil gefunden, okay. Egal, jetzt müsst ihr nicht nur alle Leute mehr ansprechen. Warte, er spricht ja diesen Perversen an.
Was ist? Geh mir aus den Augen. Okay. Safe State. Nicht, dass das nochmal irgendwie passiert. Okay, das haben wir jetzt alle zu Glück nachgeguckt. Und den gleichen Weg einfach nochmal. Und hoffen mal, das passiert nicht nochmal. Hoch mit uns. Hoch mit uns. Ein Tonic erhalten. Safe State. Safe State. Brauchen wir jetzt noch nicht. Okay. Lass mich durch. Die Königin wartet. Ja, lass mich durch. Sie muss einen Moonwalk nach hinten machen, aber egal. Safe State. Jetzt geht's wieder weiter. Die Königin hat vor 10 Jahren in die Familie eingeheiratet. Sie wirkt immer noch so jung. Fast sah sie an ihren Hochzeitstag älter aus. Okay. Du hast Königin Lena gerettet. Du siehst nicht danach aus. Was soll das jetzt heißen? Ah, da seid ihr. Bitte lasst uns alleine. Ich muss mit dieser Person reden. Natürlich, eure Hoheit. Natürlich. Wir wollen ja noch reden. Und das Bett ist einfach nur da. Okay. Kommt näher her. Okay. Aber erstmal holen wir uns die Schatztruhe. Die Frau kann uns mal ein bisschen am Arsch lecken. Und wieder Safe State. Das mache ich, glaube ich, öfters. Nicht, dass nochmal sowas passiert. Kischer, kischer, kischer. Habe ich sie reingelegt? Was, Chrono? Wo ist der Sound, verdammt? Ich bin's, aber alle hier nennen mich Lena. Okay. Ich bin so froh, dass du hier bist. Oh, wir können uns noch kommen, aber irgendwie wusste ich, dass du kommst. Oh, Liebe zwischen zwei Charakteren in einem Spiel. Oh, danke, Chrono. Etwas stimmt nicht. Hallo? Was ist das? Es ist, als ob ich auseinandergerissen wurde. Was? What the fuck? Hilf mir, Chrono! Ich hab Angst! Bitte, Chrono, hilf mir! Hat der gerade ein Knietritt gegen ihr Bauch gemacht? Oder das sah gerade so aus? Hallo? Hat sie dich schon entlassen? Ihr wart hoffentlich süchtig. Habt ihr etwas Komisches gemacht? Natürlich nicht. Bist du sicher? Ist euch an der Königin irgendwas aufgefallen? Ja. Wie ich mir dachte, sie behauptet nicht Lena zu sein. Sie ist irgendwo anders. Bitte sag das nicht weiter her. Und du? Ich habe die Gerüchte hier ziemlich satt. Ja, habt ihr was Komisches gemacht? Oh, dieses Leckermaul darf nicht aus dem Schloss. What the fuck? Sind die auch noch einer von diesen komischen Viechern? Sind das auch einer von diesen Kannibalen von der Kathedrale? Chrono! Speichern! Hier, Luca! Du bist okay? Hast du sie gefunden? Weg? Was heißt das? Was heißt das, sie ist weg? Dann hatte ich richtig vermutet. Und was hast du vermutet? Ich wusste, ich kenne sie. Und das hier sieht genau wie das Schloss in unserer Zeit aus. Ich wette, sie haben dieses Mädchen für seine Vorfahren gehalten. Weißt du, sie gehört zur Königsfamilie unserer Zeit. Sie ist Prinzessin Nadia. Oh. Male, das heißt Prinzessin Nadia. Ist eine Nachfahren Königin Lenas. Drillinge, okay. Übertreibt doch. Königin Lena wurde entführt. Soweit ich weiß, sollte sie jemand gerettet haben, aber die Geschichte wurde verändert. Male sieht Lena so ähnlich, dass sie ihre Suche aufgegeben haben, als sie hier auftauchte. Aber wenn die wahre Königin getötet wird. Du ekliger Bastard. Oha. Was dann? Ist die Geschichte komplett kaputt, dann wird Male einfach verschwinden. Vielleicht ist aber noch nicht alles verloren. Wenn ihr Lena retten könnt, sollte die Geschichte bleiben, wie wir sie kennen. Oha.
Also die König, also Male wurde gerade auseinandergerissen, weil irgendwie Lena in Gefahr war und wir müssen sie jetzt irgendwie retten oder was. Und hier muss der Königin etwas zugestoßen sein. Da ist auch Prinzessin Nadia in Gefahr. Beeilung, wir müssen die echte Königin finden. Yeah. Denn okay. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt das Techniken. Okay, aber wie kann ich ausrüsten? Ach so, so. So. Verdammt! Wieso habe ich das nicht davor ausgerüstet? Verdammte Kacke, wieso habe ich nicht davor ausgerüstet? Hätte mir so viele Probleme erspart. Geschwindigkeit. Nee. Und weg mit uns. Also die Sikone-Trigger-Parts werden viel länger dauern als die anderen, aber erstmal mit dem König mal kurz reden. Herr, ich verstehe, dass ihr meine liebe Frau gerettet habt. Aber was ist denn genau passiert? Lena benimmt sie sehr seltsam. Und sie hat ihre Korallenbrosche verloren, die sie sonst wie ein Augapfel hütete. Vergebung, ihr seid müde. Hierfür ist spätes Zeit. Ruht in den Rittergemächern im unteren Stock links. Okay. Aber wieso ist das einfach kurz zusammengefahren? Also, kurz einfach gestoppt? Die Musik mag ich richtig. Kann man nicht einfach überspringen? Okay, dann gehen wir einfach den normalen Weg. Und kleine drei Bastardos kommen und... Rollireiter. Zyklon. Ja, okay, ich hab die erwischt. Wie, ich hab doch zwei... Egal, Techniken kannst du noch nichts. Angriff. Bist du weg? Ja, okay. 15 Erfahrungspunkte. 6 Tech-Punkte. Ich glaube, ich werde auch hier ein bisschen rumleveln, wenn es geht. Verdammt. Egal, komm. Und komm, Angriff. Jetzt kommt der andere Bastardo. Der wird jetzt auch angegriffen. 38, gut so. Sehr, sehr gut. 10 Erfahrungspunkte, 4 Tech-Punkte, 80 gelernt. Luca lernt Feuerwurf. Doppeltech-Feuerwirbel gelernt. Wie Doppeltech? Also doppelte Angriff oder was? Hat sich da gerade der Busch bewegt? Ja, der Busch hat sich wirklich bewegt. Der Busch. Angriff. Okay, das haben wir jetzt auch. Ich habe gerade die Menüleiste nicht gesehen, wo man angreifen muss, aber egal. Wen greifst du an? 5 Schaden, okay. Angriff. Sehr, sehr gut. Ich kann Level Up noch für alle bekommen. Tonika halten, okay, komm. Komm weiter. Speichern wir das wieder ab, weil das einfach zur Sicherheit. Ich hab da dieses Item da unten schon längst geholt, oder nicht? Okay. Technik. Feuerwirbel. Gucken wir uns das mal an. Geilo Attacke. Geilo, geilo, geilo. Okay. Komm her. Und ich habe was rausgefunden. Ich habe schon ein bisschen reingekackt, also mit einer Stelle. Also bei diesen komischen... Luca erreicht nächste Stufe. Also, es gab doch... War das jetzt nur eine Falle? Okay. Es gab ja diese, komische Geisterbahn, wo man ja irgendwie irgendwas gewinnen kann, wenn man 40 und alles macht und so. Ich musste... Wie, du bewirst eine Frau mit Stein? Was bist du für einer? Also, man musste das, machen, um was Wichtiges zu bekommen. Das ist wichtig für die spätere Story oder so.
Aber ich hab's nicht geholt. Ich weiß nicht, ob ich das später holen kann. Wenn nicht, dann ist das scheiße. Dann... Egal, es muss eine Möglichkeit geben. Die können nicht einfach denken, dass sie am Anfang des Spiels, wenn ich das nicht mal kenne, irgendwie erwarten, dass ich das irgendwie versuche, alles komplett zu machen. Es muss eine Möglichkeit geben. Speichern wir ab. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Keine Schaufenster Bummel, was wollt ihr? Ja, du Pilzkopf. Pfeilgewehr. Karateanzug, Bronzehelm. Wie viel Geld hab ich denn? Pfeilgewehr. Ja. Okay, das war's dann. Danke, bis bald. Jetzt werden wir ein bisschen ausrüsten. Okay, das haben wir jetzt auch. Warte mal. Okay. Ich habe nur kurz was angeguckt. Warte, Verteidigung her, braucht sie das nicht eher? Ja, komm, wir geben ihr das mal. Die hat es auch dringender nötig. Okay. Warte, kann ich doch nebenbei auch noch speichern? Ist ja nicht so schlimm jetzt. Wo ist die Königin? Ja, wo ist die Königin denn? Wo ist sie denn? Din, 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 din. Din, din. Zum Glück gibt es keine Zufallskämpfe. Boah, das ist das Beste hier bei diesem Spiel. Okay, wir gehen an die Kathedrale und gucken uns mal diese Spastis an. Die wollen nichts als den Weltfrieden oder einen Weltfriedhof. Okay, hier ist irgendwas im Busch. Das kann nicht sein. Oh je, ihr könntet ein wenig zu essen vertragen und einen Ort ruhen. Was gefunden? Ein Haarnadel. Guardias königliches Wappen. Okay, ich wusste, dass irgendwas mit diesen Viechern los ist. Verdammt. Okay, Tech. Zyklon. Ein Schaden, okay. Was zur Hölle? Ich habe da auf zwei Leute gezielt. 22 Schaden. Okay, komm. Mach dann 8 Schadenspunkte hier oder dann 9 Schadenspunkte. Negat das. Was? Achso, mach mich langsamer oder was? Feuerwurf. Okay, das Feuer ist sehr effektiv bei dem. Irgendwie mache ich wenig Schaden. Das heißt wohl, dass ich ein bisschen leveln muss. Mhm. Aber von Schaden her bin ich eigentlich gut. Negates, langsames Lauf-Dingsbums. Okay. Fahr zur Hölle. Kann ich jetzt endlich mal Feuer wieder einsetzen? Ja, fick dich doch ins Knie. Feuerwurf. Brenne. Ach ja, das gab hier diese... Ja, okay, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. 22. Jetzt bist du allein und zeig mir nicht die ganze Zeit die Zunge. Ja, fick dich hier. Angriff, 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 Angriff. Stirb. Kannst doch schießen, aber egal. Das Gewehr ist nicht einfach da, um zu schlagen. Du sollst damit schießen. Verdammt, egal. Tot. 32 Erfahrungspunkte erhalten. 4 Tickpunkte erhalten. 320 Gil erhalten. Krone erreicht nächste Stufe. Yeah. Puh, das war knapp. Oh. Was? Wer seine Entdeckung vernachlässigt, erlaubt dem Freund Angriff? Was bist du für ein Frosch? Seid ihr zur Rettung der Königin hier? Der Hort ist tief drin. Kommt ihr mit mir? Ein Frosch? Krono, ein sprechender Frosch.
Ich hasse Frösche. Meine Gestalt erweckt wohl nicht euer Vertrauen. Gut, wie ihr wollt. Ich rette die Königin. Warte. Du bist scheinbar kein böses Person-Frosch-Ding. Ich meine... Chrono, was meinst du? Mit dem Frosch gehen? Ja, mit dem Frosch gehen, der ist cool. Ich muss eben damit umgehen. Mit ihm. Wie heißt du? Frog. Wer hätte es auch anders erwartet? Frog. Frog ist in Ordnung. Was ist das? Gut, nett dich kennenzulernen. Mich dünkt in der Nähe verbirgt sich eine Tür. Suchen wir danach. Okay. Ist hier eine Tür oder was? Oh, er macht einen auf depressiv. Ja, okay, wer hätte auch gedacht, dass das. Egal, das musste eigentlich. Da musste einfach die Tür sein. Denn schlafen, das ist doch ganz toll. Denn. Ja, wir bleiben die Nacht mal rüber. Warte, ihr könnt ja nicht bei dem König umsonst schlafen. Ach, verdammt! Oh. Der Frosch hat irgendwas versucht bei der Frau. Bestimmt. Denn. Und denn speichern wir. Denn. Ich werde bestimmt in diesem Let's Play, dass es blind ist, alles vergessen. Also, die meisten Sachen werde ich sowieso vergessen. Egal, jetzt in die Kirche. Und die offensichtliche Tür. Was bist du für einer? Oh, verdammt. Egal, komm. Diabolo. Ach, kommt da 9 Schadenspunkte hier. Achtung so. 43. 78. Okay, der ist stark. Okay, die Viecher sind ein bisschen schwächer. Ist gut. Du kleine Schwurzel, was machst du da? Egal, jetzt bist du auch weg. Gib deine Hemd. Seine Attacke ist voll geil. Er hat auch noch ein besser. Ja, zu voll den dicken Arm. 30 Erfolgspunkte, 3 Tech-Punkte erhalten. 180 Gil. Luca erreicht die nächste Stufe. Was für einen dicken Arm hat der denn? Einbelebung. Ein Tonic erhalten. Ein einsames Monster. Nein, 2 einsame Monster. Okay, einsam kann man nur alleine sein, aber trotzdem. Achso, ich dachte, er hat... Egal, komm. Angriff. Diablo. Und Frosch, gib ihn. Das Spiel macht auch richtig Spaß, aber richtig. Okay, komm. Ja, hör auf mit den komischen Schritten. Diese komischen Tritten. Franchi kann das besser als du. Denn. Okay, ich hab das nicht jetzt gerade gelesen. Ich dachte, der Frosch so einen dicken Arm. Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt Angriff. Wie alle auf mich. Ja, komm. Ja, 7, egal, ist nicht so schlimm. Ich hab ja viele Tonics. Die werden mich sowieso heilen. Warte, ich soll jetzt angreifen. Bitte. Ach, scheiße. 9, okay. Jetzt bist du weg. Keine Widerrede, du bist weg. 20 Erfahrungspunkte, 2 Tech-Punkte, 120 Skill. Sehr, sehr gut. Was wollen diese ekligen Schlangen? Okay. Okay, das kam auch von da. Okay, super. Oho. Okay, das war gut. Das war geile Gombo. Ganz geil. 16 Erfahrungspunkte, 2 Tech-Punkte, 140 Gil. Belebung erhalten. Okay, komm weiter. Was gibt's denn alles hier noch? Verdammt. Aber erst die Räume untersuchen. Was soll die Verkleidung? Dies ist hier überflüssig.
fast meine Schicht schon wieder Mensch spielen. Was? Fast meine Schicht schon wieder Mensch spielen? Widerlich. Und du? Die von euch schmeckten gar nicht schlecht. Und die beiden Gefangenen sind fett und saftig aus. Yakra ist so klug. Sein Plan, den Katzer zu entführen und zu ersetzen, hat geklappt. Jetzt ist die Königin unsere Gefangenen und das Schloss in Aufruhr stark. Was hat er gerade gesagt? Scheiße, ich wollte sehen. Hat er erst irgendwie abgehauen? Okay, dann ist er bestimmt hierhin. Verdammt, ich wollte nicht dahin. Oder wollte ich dahin? Egal, noch ein Safe State. Seid ihr hier, um Königin Lena zu retten? Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Nat Gil. Ein Ether halten. Und du? Wie schön, dass ihr da seid. Aber auch Yakra wird gefolgt. Ruht hier, bis er Zeit für euch hat. Es war unnötig zu kommen, um mich zu retten. Herr Yakra ist sehr freundlich. Ich werde hier bleiben. Auch ihr solltet euch hier ganz wie zu Hause fühlen. Nur keine Hektik. Genießt es doch erstmal. Hihihi. Ich wusste, dass da irgendwelche Bastardos sind. Komm, Angriff. Egal, komm, jetzt kommt der Frosch auch noch. Der erste ist weg. Gut so. Sehr, sehr gut. Ja, fick dich mit deinen komischen Zähnen. Komm, Angriff. Okay, derjenige, der mich angreifen wollte, ist jetzt... Ach, du Wichser. Stirb. Jetzt kommt Luca, greift auch noch einmal an. Mit 46 Schaden. Und weg mit dir. 42. Was? Das Teil lebt noch? 24 Erfahrungspunkte. 3 Tankpunkte halten. 210 Geld. Belebung halten. Okay. Okay, man kann auch weiter nach rechts. Oh, größer Margus. Deine blitzenden Augen wie Sterne. Dein fließendes Haar, Silberwellen. Kein trauriger Sonnentag noch. Schreckliche Lied kann uns verblenden, solange du bei uns bist. Wir fürchten nichts. Oh Margus, unser Held Margus. Singt mit uns euren Grabgesang. Gohohohoho. Also war das jetzt der richtige Weg oder was? Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg war. Ich hoffe mal, das war der richtige Weg. Wieso mache ich eigentlich keine Techniken mehr? Bin ich irgendwie behindert geworden oder was? Okay, ja, fick dich doch ins Knie. Ja, du kleine Schwuchtel, hör auf. Zyklon? Egal, jetzt sind 2 von den komischen Viechern weg. Seid ihr weg? Bist du weg? Nein. Okay, der eine ist weg. Ja, fick dich doch ins Knie. Okay, das war ein Fehler, die anzugreifen, aber egal. Okay, das Ziel ist auf die gerichtet. Ja, mach deine Liebe auf uns und deine Liebe interessiert mich sowieso nicht. Fröschchen, töte es doch. Ganz gut. Und Angriff. Angriff. Bis jetzt weg. Sehr, sehr gut. 46 Erfahrungspunkte. Level up für jemanden. Frog lernt Schlagzunge. Doppeltag. X-Schlag gelernt. Okay. Speichern wieder ab. Und ein Hastgurt erhalten. Okay. Verteidiger erhalten. Okay. Und was ist das? Hallo? Wie man das angucken? Okay, anscheinend wollen die nicht, dass ich das angucke. Okay. Aber erstmal die Items gucken, was wir so bekommen haben. Hastgurt. Warte, Verteidigung her. Wer hat eine gute Verteidigung? Falsch, so. Sie können das gebrochen. So.
Okay, das reicht auch, glaube ich. Yep. Save State und sehen uns weiter die Gegend an. Denn, oh, jetzt kommen die wieder. Aber erstmal diese Tür untersuchen. Sind das auch wieder... Darmkleid. Ein Tonic halten. Ether halten. Das geheime Neger-Ether-Bromid gefunden. Hey Leute, Menschen! Sie haben es auf das Bromid abgesehen. Das ist ein Bromid. Fangt sie! Das ist ein Bromid. Okay, ich treffe alle. Oha. Egal, ihr seid weg. Aber ich verstehe jetzt nichts mehr. Krona erreicht nächste Stufe. Frog erreicht nächste Stufe. Save State mal, aber... Okay, wir haben irgendwas geholt, was wir nicht holen sollten. Und wo alle böse waren. Okay. Stahl... Was zur Hölle? Stahlegen? Warte, wie viel Angriff hat der denn? Okay, für ihn habe ich nichts. Dann muss es für ihn sein. Stahldegen. Achso, Stahldegen. Ich kann da nicht durch. Safe State. Hallo? Menschen! Die Königin wird hinten gefangen gehalten. Bitte rettet sie. Wie hinten? Was bist du für einer? Innerhalb dieses Gebäudes gibt es einen Magus gewidmeten Raum. Da soll es einen Schatz geben. Eine Kraftquelle gefunden. Okay, was... Oh, die greifen mich nicht an, okay. Menschen, die Königin wird hinten gefangen gehalten. Ja, wenn... Okay, aber wie, Magus Raum ist ein Schatz drin? Innerhalb dieses Gebäudes gibt es einen... Warte mal, diesen Stein... Ich glaube, diesen Stein, den ich gefunden habe, soll ich jetzt da einsetzen, oder was? Warte, Kraftbrille. Kraft... Ach, komm, so. Angriff, 15... 3... Okay, die braucht es dringend, diese Kraftpille. Kraftpille, wo ist das denn? Du hier. Seht ihr uns mal an, dass, ob das irgendwas gebracht hat. Ja, das hat was gebracht. Ihr Angriff ist auch richtig schwach. Egal, testen das aus. Komm. Wir müssen sowieso ein bisschen kämpfen. Und ein bisschen leveln, weil wir... Ich glaube, wir sind ein bisschen unterlevelt. Diablo. Und Angriff? 60. 39. Und diese komische Spezialattacke, die er gelernt hat mit dem Frosch, das zeige ich auch beim Bosskampf. Aber ich hoffe, ich finde noch einen Raum, wo ich... ich hoffe, ich finde noch einen Raum, wo ich noch ein bisschen trainieren kann. Nein, schlafen kann, meine ich. 57. Die Schlange ist weg. Die erste von denen. Okay, Angriff ist besser geworden. Fick dich. Fahr zur Hölle. 59. 38. Sehr, sehr gut. 140 Geld. Belebung. Warte, wie viel habe ich schon aufgenommen? Wartet. Okay, es reicht jetzt. 34 Minuten. Okay. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.